Liebe Steinböcke, hier kommt euer Sternzeichen-Update für den Januar 24 fürs Kollektiv der Steinböcke. Wir schauen, was ich für euch kriegen kann. Ja, irgendwie werdet ihr vielleicht mit Verwundung und Schmerz konfrontiert, aber ihr habt auch Jupiter dabei. Also auch irgendwie eine große Chance, aus einer Verwundung, aus einem Schmerz etwas Gutes zu gestalten, rauszugehen, Expansion, Erfolg, Glück irgendwo zu sehen und zu haben. Jetzt schauen wir mal, was die Karten euch hier zeigen oder für eine Botschaft mitgeben. Familienthemen könnten wichtig werden. Wow, ihr könnt einen Kampf beenden. Ihr könnt ein Schwert niederlegen. Das kann hier eine Verwundung sein, die aus diesem Bereich kommt. Ihr habt hier die Klarheit, die Harmonie in der Mitte, den guten Stern. Passt zu Jupiter, ne? Die Dinge werden klarer. Ihr werdet euch bewusster. Da, wo jetzt noch Nebel ist, das wird sich auflösen. Wo ihr keinen Weg findet oder wo ihr vielleicht auch so ein bisschen zerstreut seid, was es nun zu tun gibt, wird hier geklärt. Die Konfrontation ist an sich so das Weiterkommen in, oder wo es auch stockt damit, ne? Du hast hier sehr viel ungelebte Träume, die unterbewusste Ebene spricht mit dir, aber die Fahrtrichtung ist dir nicht bewusst. Wo geht die Reise hin? Es geht hier um Kinderthemen. Es geht um Themen mit deinem eigenen inneren Kind. Es geht um Neubeginne, vielleicht auch um Themen, die du mit deinen Kindern hast. Und es geht um Neubeginne, wo du in der Vergangenheit schon die Samen ausgesät hast. Und du hast jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze für dich aufzubauen, zu expandieren. Nur du weißt nicht so richtig, wie. Es kann hier sein, dass du einen Unterstützer kennenlernst, jemand, der dir gute Hinweise gibt, wie das geht, seine eigene Größe, seinen eigenen Erfolg zu haben. Für dich wird es sehr wichtig sein, Vertrauen ins Leben zu haben, in sich selber und auch in die Zukunft. Hier zeigt sich ein Schmerz aus der Vergangenheit, das kann ein Vaterthema sein. Nichtsdestotrotz, kannst du aus diesem Thema etwas lernen? Und du hast hier im Haus der eigenen Sicht den Reiter drin. Ne? Es soll vorangehen, etwas soll sich bewegen, etwas soll Fahrt aufnehmen. Aber du fühlst dich so, als hättest du nicht die richtige Richtung. Und du bist ja am Klären, in welche Richtung du schipperst, damit das passiert, was du dir wünschst. Ja, aus dem Umfeld sehe ich für dich die Freundschaften als Thema. Wie nimmt man dich als Freund wahr? Vielleicht lernst du hier auch neue Menschen kennen auf deiner Lebensreise, die hier ein Freund werden können. Unter anderem wirst du vielleicht auch mit dem Thema Vertrauen in Freundschaften konfrontiert. Und hier kommt die Veränderung. Es kann auch sein, dass sich an sich dein Freundeskreis ein bisschen verändert oder dass die Menschen in deinem Umfeld sich selbst verändern und du dadurch auch an eine andere Position kommst. Und einerseits wünschst du dir hier die Veränderung, andererseits hast du auch Befürchtungen. Ja,
Ja, und hier kommt dann dein Umbruch, den hast du dir ja ersehnt, aus einer schwierigen Phase voller Schatten und Zweifel raus. Entsteht hier Anfang und Ende für dich. Ein Neubeginn, den du zu Ende bringen kannst. Etwas aus der Vergangenheit schon angefangen, es kann hier beendet werden. Und auch irgendwie ein Monat von großer Erkenntnis und tiefgreifender Transformation für dich. Ui, wir haben hier noch Amors Pfeil. Für einen oder anderen kann sein, dass sie sich neu verlieben. Möglicherweise überlegt ja auch, wo in der Vergangenheit hatte ich denn ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema Liebe oder Verliebtsein. Und für einige kann ja auch sein, wir haben den Bären hier, dass ein Neubeginn mit einem Menschen aus der Vergangenheit ansteht. Die Dualität habe ich hier für euch. Das Element Wasser ist mit drauf. Mit seinem ganzen Sternzeichen Stier. Quatsch, Stier. Krebs, Fische und Skorpion. Es geht auch um emotionale Klärung, um zwei Seiten der Medaille. Und es ist hier so eine Übergangsphase angezeigt für dich. Kontinuität wird wichtig, also weitermachen. Auch die Kontinenz bewahren. Wir haben hier Steinbock drauf, aber natürlich auch verbunden mit dem Thema sich durchbeißen irgendwo, ne? Nicht aufgeben. Zweimal Element Wasser, viele Emotionen. Oh, okay, wir haben zwei Tarotkarten für die Steinböcke. Du hast hier den Mond und du hast hier den Mond. Ne? Hier sind auch Intuition gesteigert. Es passieren Dinge hinter den Kulissen. Du kannst dich hier von Ängsten und Schattenthemen befreien, die dich hemmen, voranzugehen. Und du spürst ja auch das Verlangen nach Veränderung und Weiterziehen und etwas Sinnvolles zu tun. Ja. Und es geht hier um eine große Phase auch bei dir, um spirituelles Wachstum, geistige Reife, emotionales Geklärtsein. Okay, wir gucken. Ein sehr spiritueller Monat für dich. Wir haben den Mond, wir haben die Sterne, wir haben Wasser, Intuition, Gefühle und hier mit der Eberesche noch öffne alle deine Sinne, damit die Kreativität zu dir fließen kann, damit du etwas umsetzen kannst auch. Das für dich wichtig ist, anstatt still zu stehen. Hier hast du auch zwei Engel, immer zwei, ne? Du, da zwei, ja, das passt wunderbar. Der Engel der Transformation, Hindernisse in deinem Leben werden zu kostbaren Perlen, also du erkennst einfach auch sehr, warum das so ist, warum man vielleicht so einige Hürden hatte und was es dann mit dir macht und für was es gut war. Und du hast den Engel der Fürsorge, ne? Das kannst du dir geben. Er schafft dir einen Raum voller Wärme für dich und auch für andere. Kümmere dich um dich selbst. Wir haben hier den Übergang und die Transformation bei dir eigentlich hoch 10, ne? Das wird ein sehr interessanter Monat für dich. Quatsch, doch Monat, Januar haben wir. Ein Monat für dich werden, lieber Steinbock. Ich wünsche dir viel Spaß. Viele Erkenntnisse, ich drück dich und bis bald.